Ja, hallo, hier bin ich mal wieder. Und heute habe ich was mitgebracht. Diese Dinger hier, das sind spanische Mispeln. Mispeln, Mispeln, Mispeln. Mispeln. Ja, die habe ich in Frankfurt in der Kleinmarkthalle gekauft. Da war ich letzten Freitag. Und da wollen wir mal sehen, wie die schmecken. Hier kippt mir die nur so, dass sie so klein sind. Und die hängt man dann über die Tür, damit man dann die Leute küssen kann zu Weihnachten. Aber in Spanien sind die ziemlich groß, wie Eier. So, ich habe hier ein Messerchen. Die Verkäuferin hat gesagt, das ist dreckig, das ist nicht so schön. So, ich habe ein sauberes Messer. Man soll die nehmen und sie schälen. Schälen wir sie mal. Wie gesagt, ich ja, kann nicht so viel schälen, aber wir probieren jetzt einfach mal aus, wie die schmecken. So. Gut, da habe ich dich. Lass mal riechen. Tja, mal wieder rein. Ja, da sind Kerne drin. Sehen aus wie Kastanien. Diese Samen werde ich nehmen und werde sie mal einpflanzen. Vielleicht kriegt man da einen tollen Mistbaum. So, das sind die Dinger und schmecken. Schmeckt gut. Er ist süß, sehr saftig. Lecker. Schade, dass die hier nicht haben. Aber vielleicht klappt das ja mit dem Baum. Also wirklich, kann ich empfehlen. Super lecker, Mispeln aus Spanien. 100 Gramm, 1,80 € in der Kleinmarkthalle. So. Das war schon. Wie gesagt, die Haut ist sehr zart. Da brauchst du gar nicht schälen. Die ist super. Und drin ist das Fruchtfleisch, das ist orange. Richtig lecker. So, das war schon. Ein kleiner Film heute. Und der nächste folgt dann gleich. Bis dann. Tschüss.